Willkommen zurück hier in Stadt Steinherz bei Bluefire auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir hier dieses Gebiet erreicht. Und wie angekündigt habe ich noch ein bisschen Erz gesammelt, um die Statue freizuschalten, damit wir auch direkt hier starten können. Das war sogar einigermaßen machbar. Ups. Weil man mit ein bisschen Geschick und Glück, muss man dazu sagen, hier wieder zurückkommt. Okay, das war jetzt natürlich ein Fail, aber egal. Was besonders ärgerlich in dem Kontext war, dass ich das gerade so geschafft habe und gerade so überlebt habe mit einem Herz. Nur um dann auf dem Rückweg hier runterzufallen und zu sterben. Und natürlich die 1000 Essenz, die ich dann zusammen hatte, weg waren. Ich habe keine Ahnung warum, aber hier dieser Astralschatten vom letzten Tod erschien nicht nochmal. Ich will kurz mich ausruhen, um wieder die zwei Herzen zusammenzuholen. Also kam einfach nicht. Der Schatten kam einfach nicht. Ich hatte dann das Glück, ich wurde zur letzten Statue zurückgeportet. Und auf dem Weg hierher allein habe ich die 1000 Erz wieder locker zusammenbekommen für die Statue. Aber ob das ein Bug ist, ob das gewollt ist, dass man nur einmal diese Chance hat, und ich die jetzt schon da irgendwann im zweiten Part vermasselt habe, keine Ahnung. Die Frage ist nun, ich komme natürlich darüber hin, oder wir können hier hinten bei Wolfgang noch weiter erkunden, wozu ich fast eher tendiere. Okay, die Tür ist noch zu, was ist... Oh! Ich kann unter dem Geländer durchgehen, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Bücherset. Also ein Ding haben wir doch schon mal gefunden. Auf jeden Fall werde ich richtig ordentlich Schattenerz jetzt immer farmen. Ich frage mich, wofür man diese ganzen Bücher braucht. Das finde ich alles sehr unangenehm. Ups. Wieder ein Saphir. Ja, an den Feuerzauber muss ich mich tatsächlich echt noch gewöhnen. Okay, wieder so ein Zoom auf die Laternen. Ach, da ist ein Schalter. Wie auch immer man da hochkommen soll. Egal, sonst gibt's hier jetzt wirklich nicht was zu tun. Ich kann hier durchgehen. Ah, das ist auch halt der Weg von Wolfgang weiter, oder ja? Ganz viele verschlossene Türen. Das ist irgendwie lustig. Ich glaube, wir haben den Ort gefunden, für den wir den Bücherstapel brauchen. Sei gegrüßt. Morg. Morg vom Ork. Sei gegrüßt, Freund. Ich bin Morg. Ich bin Bibliothekar und Händler aus Berufung. Nachkomme der uralten Familie Morkos. Ich sammle Bücher in der Back und nutze das Wissen, das sie enthalten. Tatsächlich. Um unsere neue Bekanntschaft zu feiern. Wenn du mir 5 Bücher bringst, werde ich dir eine wertvolle Belohnung geben. Sag mir mal, willst du mir mit mir handeln? Wir können beim Einkaufen, Verkaufen und Bücher, aber ich glaube 5 haben wir noch nicht zusammen. Okay, wir können ein besessenes Buch holen, einen Wirbelangriff nach einem Sprint auszuführen. Erhöht dessen Angriffshöhe. Das ist natürlich geil, aber für 2500... Gesundheit wiederherstellen, wenn man Gegner tötet, ist ziemlich geil. Größere Beutel. Seltener Schnee, ein Schnee, der für seine heilende Wirkung bekannt ist, kann jede Art von Schmerz lindern. Das ist ein Heil-Item. Okay, interessant. Aber wir haben erst 3 Büchersets. Dann kann ich denn die Leiter nicht benutzen. Ganz cool grundlegend, aber jetzt auch wenig hilfreich erstmal.
Ich frage mich, ob später die ganzen Türen hier noch aufgehen. Die Tür ist auch noch zu. Machen wir die Leiter schon hoch? Ich fühle mich gerade komplett lost. Ich glaube fast nicht, weil man die in der Seitenansicht null gesehen hat. Und damit geht die Tür da unten auf. Jetzt ist die Frage, gehen wir zur Statue und gucken uns dahinter weiter um? Oder nehmen wir hier den Gang, der offensichtlicherweise sich geöffnet hat? Ich glaube, die Antwort habe ich damit gegeben. Ich sag, diese Tipps sind entweder richtig Spoiler. Ah, und wir haben den Waldschrein damit gefunden. Da das aber unser nächstes Ziel ist, gucke ich mir mal kurz den Forum an. Das sieht wirklich aus wie ein Legend of Zelda Dungeon. Starker Krieger, der rasch durch die endlose Nacht reist. Du bist gekommen. Leider hat sich die Verderbnis bereits in meinem Tempel ausgebreitet. Und meine Kraft ist schwach. Krieger der Nacht. In meinem Tempel ist ein mächtiger Kampfhandschuh. Von mir selbst gefertigt, vor langer Zeit. In dieser verzweifelten Stunde, in der die Schatten meinen letzten Atemzug umringen. Ich bitte dich, Krieger. Geh tief in meine Grotte hinein, finde die Klauen und zerstöre mit ihrer Kraft die Schatten, die meine Seele übermannen. Ja, machen wir. Ein schlimmer Moment, Dude. Ich geh jetzt erstmal zurück und guck mir doch nochmal die andere Richtung an. Interessant, dass Stadt Steinherz so, naturverbunden ist, gefühlt, dass hier der Waldschrein ist und auch insgesamt sehr grün aussieht. Die ganze Zeit, wir haben ja schon mal so eingetroffen, ob die irgendwie Überbleibsel der Götter sind, weil der fühlt sich auch in dem Waldschrein so angezogen an. Ich habe keine Ahnung, ob man hier schon hinkommen soll, aber wenn es funktioniert, funktioniert's. Verlassener Pfad, okay. Ich überlege, ob wir der Lehre nochmal einen Besuch abstatten. Schwierigkeitsgrad 2, Borisas Schicksal. Könnt ihr mal probieren, ansonsten skippe ich das auch erstmal. Ich jetzt eigentlich richtig motiviert bin, da auch noch das letzte Bücherset zu finden. Okay, nein, hier kommen wir definitiv noch nicht weiter. Wenn wir auch sowas wie Clown im Waldschrein finden, klingt das stark danach, dass man da irgendwie in der Wand hängen kann. Ich glaube auch, dass ich sowas in meinem Trailer gesehen habe. Naja, dann nicht noch ein extra Herzchen. Muss reichen.
komme ich jetzt nicht hoch, nee. Ich muss nochmal die Leiter hochklettern, oder? Ich verstehe aber nicht, warum der Sprint nicht als Bremsmaßnahme dienen kann. Um da den Sturz abzufangen. Mist. Boah, wieder von hier? Ach, schaffe ich es denn überhaupt zurück? Wie habe ich es überhaupt hier hingeschafft? Ich bin ja an die Leiter rangesprungen und die Leiter führt dann noch weiter höher. Entsperren, haben wir denn einen Schlüssel? Was für ein Schwachsinn. Die Seelen der Lehren, eigentlich die Dinge aus den leeren Herausforderungen müssen ja, oder? Weil von den Gegnern kriegen wir diese komischen Schattenkugeln und Schattenerz ist auch nochmal was anderes. Darüber komme ich, glaube ich, definitiv nicht. Ja, passt. Kurz ausruhen. Gucken, ob ich es lebendig darüber schaffe, worauf die Antwort vermutlich Nein lauten wird. Jo. Noch einmal kurz heilen. Und dann auf in den Wald schreien. Ihr wisst ja, wie sehr ich erkunden liebe. Seht's mir nach. Bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Auf jeden Fall neues Schattenerz. Da fahre ich mal lieber erstmal nicht runter. Rubin. Warte mal, fix zu rollen, der dämliche Kugel. Oh Gott, ein Wasserspiegelrätsel. Nein. Ja gut, hilft ja nichts. Lösen wir mal aus und gucken, was passiert. Jetzt ist da eine Treppe. Come on.
ich hätte erst hier rüber gehen sollen. Aber kann überhaupt unser Kleiner schwimmen? Will ich es ausprobieren? Ich probiere es nicht aus, oder? Nein, kann er nicht. Kann er nicht, dann ist es sinnvoll, hier das Wasser abgesenkt zu haben. Und noch ein Rubinerz. Und wieder so eine Emoji-Schaltfläche, die wir nicht auslösen können, wo auch nichts ein. Ist und ein alter Schlüssel mal wieder. Sehr, sehr merkwürdig alles. Mal zu merken, dass es hier Feueressenz gibt. Uiuiui. Nicht wirklich was unternehmen, außer fliehen. So, pariert. Ich glaube, beim Parieren machen wir auch mehr Schaden. Und ich glaube, es funktioniert auch insgesamt ganz gut. Dann direkt Angriff zu hämmern und dann ist man auch gleich am Gegner wieder dran. Komplette Mana-Leiste gefressen, der Junge. Okay, das Ding ist aber verschlossen. Hier sehe ich jetzt auch nichts, was ich machen könnte. Da oben komme ich 100 Pro mit dem Wandlauf rüber. Man sieht da sogar schon die Spuren. Bis wohin jetzt? Oder hier runterfallen lassen? Ah, das ist die Tür von eben. Okay, und hier hätte ich mich vielleicht irgendwie auch zu der Plattform hochhangeln können, falls ich da den Ach komm, als ob ich da Schaden genommen habe. Hey, bis jetzt nämlich ein Dungeon, aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Der gefällt mir vom Aufbau her, von den Rätseln. Ist jetzt auch nicht so unfassbar genial, dass es nerven würde. Noch mehr Rubin. Ah, die Tür ist gerade nur wieder zugegangen, oder ja. Ich habe das gerade schon bekommen. Ach, die mit den Dornen machen mich auch ein bisschen nervös. Schön Feueressenz wieder bekommen. Ich muss auch ganz gerne mal wieder ein bisschen mehr Mana. Vielleicht sollen wir die auch nochmal dann bei einer Statue aufrüsten lassen.
interessant, dass die Gegner auch so eine grünen Schnee hinterlassen, als ob die irgendwie, wie heißt, auch ein Waldthema hätten. Und hier ist das Dungeon-Item in Anführungsstrichen drin, oder? Ne, ein alter Schlüssel. Was ist die Frage? Gerade außer der rechts die Tür. Ich will mich hier hoffentlich nicht soft locken können. Jetzt mal springen spielen? Ging ihm partout nicht. Ich frage mich bloß, ob ich den Raum hätte vermeiden können, indem ich den anderen genommen. Obwohl, nee, wartet mal. Sieht sogar nach der richtigen Truhe aus. Spezielle Truhe. Das ist ein spezielles Schloss. Da hoffe ich mal, dass es richtig ist, den heiligen Schlüssel hier zu verwenden, aber. Mich interessiert, ob man hier. Ah, Verbindung war tot. Wenn man hier auch direkt reingekommen wäre mit dem alten Schlüssel. Ich habe bei den Schlössen jetzt keinen Unterschied gesehen. Nurs Clown. Ein Satz alter Clown von Nurs selbst erschaffen. Sondern angeblich die Fähigkeit verleihen, an Wänden hochzulaufen. Okay. Gegen die Wand springen, während des Wandlaufens B drücken. Okay. Ah, das verbraucht doch irgendwie Stamina. Finde ich interessant. Damit die Höhe zu halten, ist auch nicht so einfach. Finde ich grundlegend erstmal eine coole Mechanik. Es gibt auch so ein paar Orte, die mir einfallen würden, die dafür geeignet sind. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt machen wird. Hier sage ich, ganz so leicht wird die Steuerung damit nicht. Ich konnte den Sprint nicht nochmal ausführen, weil ich ihn schon am Anfang gemacht habe. Das muss man ja auch erstmal wissen. Ja, geht aber. Ist nicht ganz einfach, aber ich denke mal, da gewöhnt man sich dran, wie auch in den Sprint und alles. Ich finde es eine coole Ergänzung, ich finde es auch nicht so overpowered, wie ich es mir vorgestellt habe. Na dann senken wir mal das Wasserlevel noch weiter. Unnötig viel Schaden. Sag ich ja, man gewöhnt sich ganz gut dran. Diese ganzen Ärzte, ich frage mich echt, wofür wir die noch verwenden werden.
Okay, da war noch eine eingesperrte Truhe. Das sind die Dinger, die von oben runtergefallen sind wahrscheinlich, oder? Ach, Rigor ist herausfinden. Aber nur ein Schwierigkeitsgrad. Komm, das probieren wir mal. Vielleicht müssen wir da jetzt ein bisschen die Klauen benutzen und uns dran gewöhnen, aber... Das zusätzliche Herz kann nicht schaden. Sehr verwöhnt, dass sie einfach so hier auf dem Platz rumliegen. Okay, und dann ist das hier so eine Art Wandsprung. Passen. Mich dabei nicht aus Versehen unterkatapultiere. Ja, das läuft doch ganz gut. Und eine Truhe in der Leere? Oh, wir hatten ja schon mal eine entdeckt, dachte ich. Wieder ein Erz der Leere. Okay, sehr merkwürdig. Ich finde hier ein bisschen die sammelbaren Items sind sehr aufeinander gehäuft. Noch während man schon springt, die Kamera ausrichten, damit man nicht zu lange verweilt dort. Aber egal, das war ganz easy peasy. Haben wir auf jeden Fall ein weiteres Herz, was für den Boss hier nicht schaden kann. Eigentlich wäre ich traurig darüber, wenn du den Waldstein versuchst, wirklich so gut es geht abzuschließen. Ein paar Bereiche, da werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Wir einfach da dann jetzt die nötigen Upgrades für haben. Ich glaube, hier lang sollte man nicht versuchen zu gehen. Ui, macht der Schaden. Ich habe die auf die leichte Schulter genommen, weil man denen so gut ausweichen konnte, die mich ja nie getroffen haben. Aber Alter, machen die Schaden. Essenz ist gut, aber die hebe ich mir jetzt erstmal noch auf. Okay, dafür brauchen wir ein Schlüsselchen wieder. Ich zerstöre natürlich wegen Schattenerz auch in vielen Punkten. Hier die Vasen, aber ich hoffe auch immer ein bisschen auf eine Feueressenz. Dem Ding will ich nicht nochmal getroffen werden. Silberne Klinge. Wunderschöne Klinge aus heiligem Stahl. Angeblich haben die Ältesten diese Schwerter geschmiedet, als Penumbra fiel. Yo, 18 lohnt sich. Die sehen echt schick aus. Okay, aber soweit glaube ich durch. Da hinten sind noch ein paar Vasen. Die Schattenherz brauchen wir auch dringend, deshalb nehme ich Steam gern mit, aber eigentlich hätte ich viel lieber. Und hier bräuchten wir wieder einen heiligen Schlüssel.
gucken wir jetzt nochmal das Schloss hier vorne an. Ich sehe auch schon, dass da links eine Platforming-Challenge ist. Sorry, aber ich sehe da keinen Unterschied. Ich weiß bloß, wo der Anfang von der ist. Achso, hier kommen. Okay, hier können wir uns jetzt ausruhen. Und verkacken. Und weg ist die Feueressenz. Am liebsten würde ich da jetzt rankommen, ohne. Da bin ich genutzt, zack. Jetzt geht die Tür da auf. Oh Gott, auf Zeit. Viel zu lange gebraucht, um zu raffen, was ich tun soll. Wo sollte ich denn da hin? Ah, die Tür ist da hinten. Scheinbar darüber, hier rum. Boah, das Spiel hat aber echt lustige Platforming-Challenges. Okay, ich kann es aber auch manuell resetten, immerhin das. So, hier hoch rüber. Hier rum. Ja, dann wie weiter? Weil da komme ich einfach nicht rüber. Doch, an die Säule ran. Ja, da bin ich jetzt echt gerade lost, leider. Ich wollte es ja ohne machen, aber egal. Oder auch nicht. Wisst ihr was, ich mache das jetzt mal ohne Zeitdruck dahinter. Einfach um es mir in Ruhe anzugucken. Oh, ich werde 100% in den Tod fallen. Ja. Und so geht die ganze Feueressenz drauf. Ich dann meine Mana auch kurz benutzen, um da wenigstens den zu besiegen. Okay. Obwohl, ah, wahrscheinlich. Ja, okay, und dann nicht gegen die Wand. Leuchtet mir aber ein, dann probieren wir es jetzt noch einmal unter Zeitdruck. Was sehen sollte ich vielleicht auch. Ich weiß, der war blöd. Ach komm, ich war doch quasi oben. Das war ja gerade so richtig blöd.
Zack, dann hier rüber. Den kleinen ignorieren, zumindest versuchen. Kommt schon und wir sind durch. Ja. Wir haben keine Feuerstanz mehr. Wir sind echt angeschlagen. Ah, wir sind durch diesen Raum durch. Haben noch ein Rubinias. Und eigentlich ist der Part schon ziemlich lang, aber ein bisschen was will ich mir jetzt hier doch noch angucken. Ich glaube, die Dinger würden nicht so nerven. Hier kein Zeitdruck und dann da drüben über die Wand scheinbar. Alles recht knappe Sprünge, aber grundlegend machbar. Hier lernen wir noch einen neuen Emoji. Ja, jetzt war nicht erstes mittlerweile nicht mehr viel winken. Ich kann bloß die Symbole so schlecht auseinanderhalten und weiß immer nie, ob wir das schon irgendwo gesehen haben oder nicht. Obwohl, das sieht fast aus wie der Winken, oder? Nee, Fire ist es nicht. Nee, vor allem da ist ja auch noch die zwei Schwerter auf dem Rücken, oder? Oder muss ich mir die mal hinzudenken? Nee, teilweise hat er sie, teilweise nicht. Keine Ahnung, Leute. An diesen Emotes bin ich noch komplett überfordert. Hier haben wir den alten Schlüssel, mit dem wir den heiligen Schlüssel wahrscheinlich holen können. Ach komm, das wird jetzt ein langer Part, ich zieh das durch. Ach komm! Wie oft soll mich denn diese Mistratte noch treffen? Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Schloss und dem Schloss, für den man den heiligen Schlüssel braucht. Aber ich finde so ein bisschen affig, das war eben schon so, dass man den alten Schlüssel verwendet, um heiligen Schlüssel zu bekommen. Und quasi direkt nebenan anzuwenden. Wenn sie es auch gleich sagen könnte, in der Truhe hinten ist ein heiliger Schlüssel. Ich glaube, die Ketten sehen ein bisschen anders aus, oder? Und wir sind in den Bossfight reingestolpert. Der verdorbene Wächter. Und wir sind tot. Geile Scheiße. Hat natürlich jetzt auch keinerlei, wie heißt's? Erinnerung mehr, wie der Dungeon aufgebaut ist. Interessanterweise, wir starten nicht bei unserer Statue, sondern im Dungeon-Eingang wieder. Eigentlich war jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Cut, aber da ich nicht weiß, wo ich dann wiedergeboren werde, riskiere es gar nicht erst, sondern wir bewegen uns jetzt einmal in größter Eile zum Boss und gucken mal, wie der drauf ist, wenn man mal ein bisschen mehr Leben hat. Ah, ne. Gleich noch weiter runter. Oder? Hä? Ist das hier das Wasser wieder? Aber die Klauen haben wir noch, oder? Ja.
echt ein bisschen verwirrt. Warum war denn der Wasserspiegel jetzt wieder oben? Die Truhe dahin ist geplündert. Klar, die Gegner sind da, aber die Leere ist auch geschafft. Schön keinen Schaden davon genommen. Also abgesehen von den wiederbelebten Gegnern und... wie heißt... Vasen ist alles so, wie es war, als wir eben gestorben sind. Nur der Wasserpegel war anders. Warum? Also das raff ich irgendwie so gar nicht. Und wir haben unseren Stuff wieder. Das finde ich auch cool, dass es vorm Bossraum dann ist. Oh Mann, nimm doch mal bitte meinen Eingang an. Okay, wir können ihn aber direkt schauen. Macht bloß lacher viel Schaden. Heilen. Weiß zwar nicht, ob das so richtig war. Ich glaube, es war nicht keine schlechte Taktik, sich da ranzuklammern an der Wand, um die auszusetzen, die vielen hintereinander, aber keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mehr Hit and Run machen müssen. Wir haben ihn besiegt. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Starker Krieger. Boah, ist das ein fettes Teil. Ich bin Nuas, der Gott des Wissens. Ich bin einer der fünf Götter, Nachkommen von Tanara. Krieger der Nacht, ich sehe es. Die heilige Kraft fließt durch dein Wesen. Doch der schwarze Schatten ist auch in dir. Beide im ständigen Kampf. Kind des Feuers, du hast die Schatten besiegt, die meinen Untergang planten. Westlich von hier, jenseits des Friedhofs, liegt der Utas-Tempel. Ruhestätte des Gottes des Wassers. So wie ich diesem schrecklichen Schicksal anheimgefallen bin, fürchte ich, dass auch für ihn das Ende nah sein könnte. Nimm bitte diesen Schlüssel. Der Utas-Tempel lässt sich damit öffnen. Du musst den sich dort ausbreitenden Schatten beseitigen, so wie du es hier getan hast. Okay. Lebe wohl, Krieger. Nur sieht echt strange aus. Schlüssel zum Uta-Tempel vermutlich. Also zum Beispiel hier, das bleibt ja nach wie vor zu. Und da würde ich sagen, ist ein Geist, aber wie kommt man da hin? Obwohl, wartet mal, ich habe eine Idee. Ah, dass die Schildtaste und die Interagieren-Taste die gleichen sind, nervt echt. Mann. Kann ich auch überlegen, ob ich für ein paar Schatten erst meine Klingen mal tausche, verkaufe. Und dieses...
Muster war so auffällig. Hat tatsächlich reicht. Obwohl. Reicht. Na, damit ist der Weg da frei. Wir kommen da auch an den Geist dran, so oder so. Eigentlich kommen wir von hier aus gar nicht, sondern. Müssen wir tatsächlich von oben machen. Aha. Weil ich da sowieso nochmal rumklettern muss. Ich einmal kurz gucken, weil hier eine Etage tiefer. Gibt es da noch die Truhe? Ich habe so eine Idee, aber ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ja, gesagt, dass es hier noch so aussieht, als ob man. Ja gut, aber da muss ich irgendwie scheinbar erstmal meine Klauen verlängert kriegen. Weiß ich noch nicht, ob und wie das geht. Wir holen uns kurz den Geist und dann war es das tatsächlich für heute. Ich frage mich bloß, ob ich mit dem Utas-Tempel-Schlüssel auch den Friedhof aufkriege. Oder ob ich dafür jetzt erstmal noch einen anderen Schlüssel suchen muss. Ach, schade echt, dass wir hier nicht alles gleich plündern konnten. Waldwächter, ein Himu-Nachkomme von Nurs. Diese Wächter wurden beauftragt, den Wald von anderen Kreaturen zu schützen. Ja, dann gehen wir jetzt noch einmal kurz zur Statue, um dort zu sichern. Und gucken mal, was wir so mit diesem Geist ausrüsten machen können. Und ich denke mal, füllen wir auch ein bisschen unsere Mana-Leiste auf. Ich spreche doch schon mit jedem NPC. Und warum heißt es NSC? Das macht mich echt wahnsinnig. Ja, die deutsche Übersetzung teilweise ist. Naja. Laden. Scheinbar stimmt meine Theorie nicht, dass Wolfgang was mit Nurs zu tun hat. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie noch mit einer kleinen Cutscene gerechnet. Aber nun gut. Geister. Erhöht Bewegungstempo, das finde ich gut. Und wir haben zwei Slots. Jeden Fall. Weiß ja nicht, wofür man die noch braucht, aber 200 in der Hinterhand zu behalten, reicht, glaube ich, locker. Egal, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und gucken mal, ob wir. Wartet. Wo auch immer der Friedhof war, durch den Friedhof weiterkommen. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.